nicht ganz anders die Situation in Aue. 12 Punkte, Platz 11. Und im Erzgebirge, da wirbelt ein junger Mann mit einem klangvollen Namen. Rico Benatek. Das ist Musik in den Ohren der Fußballfans. Der Umgang des Zweitliga-Kickers mit dem Ball ist ein Augenweide. Und der Ball im Matchwinner vergangene Woche in Karlsruhe. Da kann man getrost sagen, naja, der Apfel, der fällt nicht weit vom Stamm. Denn sein Vater ist Frank Benatek, der einst, na, guter Name in der Bundesliga. Fast 200 Partien hat er für Bochum absolviert. Spektakuläre Tore hat er erzielt, auch gegen die großen Bayern, eines seiner Markenzeichen. Nun ist es an der Zeit, für den Junior in Papas Fußstapfen zu treten. Morgen hat er wieder die Chance beim Spiel der Falken in Frankfurt. An diesen Namen in den lila-weißen Farben wird man sich gewöhnen müssen. Seit gut 3 Monaten in Aue hat Ruhrpott-Junge Rico Benatelli Gefallen gefunden an den erzgebirgischen Tugenden und seiner neuen Heimat. Ich habe eine schöne Wohnung gefunden, hier direkt in der Nähe, fahre nur 3 Minuten zum Sportplatz. Und halt gibt es auch schöne Sachen hier rundherum, der Tierpark, da ein paar leckere Restaurants, wo man immer mal hingeht. Ist schon schön. Das Blättern im Auer Fußball Geschichtsbuch. Es schafft Identifikation. Doch auch wenn Fußball und Bergbau das Ruhrgebiet mit dem Erzgebirge verbinden, sportlich und menschlich hat das Wohlfühlen für den 21-Jährigen etwas auf sich warten lassen. Die erste Zeit war nicht einfach. Erstmal von zu Hause weg, dann gleich neues Umfeld, aber jetzt habe ich mich schon eingelebt. Der Trainer hat mich gut zusammen aufgebaut. Und der musste nicht lange hinsehen, um das Talent Benatellis zu erkennen. Das verirrt sich manchmal, in diesem Fall vom Vater und Ruhrpott-Fußballlegende Frank Benatelli. Der schoss 13 Tore für den VfL Bochum in der Bundesliga. Wer lernt da nicht gern vom Papa? Der eine oder andere Aufnahme, der noch im Schrank irgendwo versteckt hat, habe ich mir noch mal angeguckt und war schon ein guter Spieler, der aggressiv zur Sache gegangen ist, aber trotzdem mit Auge gespielt hat. War eine gute Mischung, konnte man sich auf jeden Fall was abgucken. Und weil Benatelli Senior nicht nur Papa, sondern selbst Trainer ist, hat er ein Auge auf Benatelli Junior. Er guckt fast jedes Spiel, wenn er gerade Zeit hat, und da gibt es immer Kritik, aber auch manchmal positive Sachen. Zu positiver Kritik gab es im letzten Spiel keine Alternative. Benatelli glänzte mit einer Vorlage und einem Tor. Er war der Matchwinner beim 3:0 gegen Karlsruhe. Ein Mittelfeldmotor mit jeder Menge PS und der nötigen Übersicht. Aus 22 hat sich deshalb einen Stammplatz erarbeitet. Mit seiner Unbekümmertheit belebt er ganz klar unser Spiel, unser Offensivspiel. Er ist sehr, sehr laufstark, macht viel, traut sich auch was zu. Hat jetzt gegen KSC auch im Abschluss gezeigt, was wir eigentlich auch sehen wollen. Wir wollen auch aus dem Mittelfeld torgefährlich sein. Und ich denke, all die Dinge hat er sehr gut umgesetzt und es sich allemal verdient, deswegen auch in Frankfurt zu spielen. Erstmals in dieser Saison wird Falco Götz im Vergleich zur Vorwoche die Startelf nicht umbauen müssen. Rico Benatelli hätte sicher nichts dagegen, wenn sich Tor- und Punkteausbeute auch nicht ändern würden. Ja, absolut nachvollziehbar. Außerdem gab es heute noch ein Spiel der KSC.